Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Roleplay Farmers Projekt mit mir, dem lieben Jackie Gamer. Ja, wir warten, wir sind hierher gelaufen. Wir warten auf das Bescheid vom Händler. Wir gucken uns mal kurz unseren Hof an, Leute. Habt ihr ja nicht gesehen? Große Schüttguthalle oder auch für x-beliebigen Sachen. Dann haben wir hier noch mal eine große Halle. Das hat er mir alles über FaceTime gezeigt. Das ist schon mega bombenmäßig gut. Dann haben wir hier ein Silo. Dann haben wir hier ein Durchfahrsilo. Dann sind hier hinten schon die Trauben. Dann haben wir hier die Hörmannhalle. Den Hörmannstall. Entschuldigung. Das sieht doch perfekt super aus. Muss ich eigentlich nur noch warten aufs Telefonat oder so? Dann müssen wir warten. Wir rufen nachher auch gleich. Er soll mir kurz das Nummer geben. Der Händler soll mir kurz die Nummer geben vom LU. Und danach brauchen wir auch noch den Bürgermeister, weil ich habe mir. Wer fährt denn jetzt gerade auf meinen Hof? Error. Moin! Hallo. Wir haben das mal kurz hier zusammengerechnet, mit dem ganzen Fahrzeug, was Sie bestellt hatten. Okay. Wir würden jetzt liegen bei mit 700.000 Euro. Okay, dann wissen Sie was? Dann machen wir das so, dass ich gleich die Überweisung klar mache. Und dann ist die 700.000 mit Lieferung oder ohne Lieferung? Wollen Sie sich das als liefern lassen? Ja. Na komm. Also, weil Sie ja neu sind. Euer Sonderpreis 700.000 mit Lieferung, mit einem Pipapo, mit der Inspektion dabei und sowas. Das ist doch mega nett. Ich danke vielmals. Ich habe zwei Fragen kurz. Ich bräuchte einmal die Nummer von dem Lohner und ich bräuchte die Nummer vom Bürgermeister, wenn Sie die haben. Ja, vom Bürgermeister. Haben Sie einen Zettel oder irgendwie sowas? Oder können Sie es gut merken? Ja, ich habe auch hier ein Handy. Ach so, da kannst du einfach nur eintippen, Genau. oder? Genau. Gut, warte mal, gib es kurz. Genau. 0, 1, 5, 8, 8, 4, 2, 1, 0, 9 müsste das sein. Das ist die Nummer vom Bürgermeister. Genau, also dann speichere ich das ein. Bürgermeister. Super, perfekt. Für MLU habe ich die Nummer auch 01 588 4 7 0 10. Also, und das örtliche Lohnunternehmen. Genau, das muss es sein. Genau, perfekt, Dankeschön. Oh, kein Problem. Ich habe gehört vom Vorgänger, der hat mir die App rübergeschickt, wo kann ich mir aufs Handy und aufs Tablet laden, dass ich sehe meine Felderübersicht und die ganze Karte von hier. So, Soll das so stimmen? ja, das ist korrekt, das stimmt schon. Ah, super, perfekt, Dankeschön. Okay, Ja, bitte. dann überweise ich das und ja. Genau, die Maschinen, die wir da haben, die werden dann in den nächsten paar Minuten geliefert werden dann. Super, das ist aber ganz nett. So, ich schicke dann den Fahrer los. Dankeschön. So, Wünsche euch bitte, noch tschö, schönen danke, Tag ciao. noch. Tschüss. So. Dann rufen wir uns mal kurz das LU an. Örtliches Lohnunternehmen Horbelleron. Moin, hier ist Joseph am Apparat. Ich habe den alten Hof vom Hans abgekauft. Sagt Ihnen Ah, der das Hans, was? ja. Also. War ein sehr guter Kunde und ein guter Freund. Aha, perfekt.
Es ist so, ich habe nun mal keinen Drescher und bei mir ist, es gibt ja für hier die, also es gibt ja für das Dorf hier, gibt ja eine App, habe ich gehört, und ich habe die mal installiert, dann sehe ich meine Felder und ich sehe gerade, das Feld mit der Nummerierung 38 wäre Weizen und wäre erntereif. Ja, das sehe ich auf meiner Karte, die ich hier auf dem Tisch liegen habe, auch. Aha, okay, super. Dass das Feld 38 da bei Ihnen liegt, ja. Genau. Und das sollte ich so eigentlich abgeerntet haben, wenn das so ungefähr geht. Wir müssten aktuell einen Drescher von unserer Flotte frei haben, ja. Der könnte in einer guten halben Stunde bei Ihnen sein. Ich weiß noch nicht, wie lange geht mein Anhänger, aber ja, es sollte gehen, ja. Das wäre super. Okay, Das nehmen wir gut. so hin. Perfekt. Dann würde Dankeschön. in der nächsten halben Stunde jemand vorbeikommen. Perfekt. Dankeschön. Dann Okay, warte ich bis doch. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dann rufen wir uns mal kurz den Bürgermeister an, meine Frau, ne? Bürgermeister von Orbelaron, schönen guten Tag. Moin, hier ist der Joseph wieder am Apparat. Ah, Sie von heute Morgen, ja. Genau. Ich hätte eine Frage. Haben Sie irgendwo eine Wiese frei? Oh, da muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken, die wir hier vorliegen haben von unseren Gegebenheiten. Aktuell sieht das eher schlecht aus. Haben Sie die Karte auch zur Hand? Ja, ich habe die Karte zur Hand. Ganz oben in der linken Ecke, da befinden sich zwei Wiesen. Das wären so aktuell die einzigen, die frei wären, die 7 und die 2. Die 7 und die 2. Wie sieht es denn aus, wenn nehmte ich jetzt zum Beispiel ein Feld, wo es sich angesät, darf man da einfach nur, gibt es da Komplikationen, wenn ich einfach nur Gras drauf sehe, oder ist das frei durchwählbar? Nö, wenn Sie es kaufen, dann gehört es Ihnen. Okay. Wie viel würde das Feld 18 mit der Nummerierung 18 kosten, oder ist das noch frei? 18, wo haben wir das denn? Da oben. Der Wert läge bei knapp 350.000. Okay, das ist schon einige Schippe. Und das Feld mit der Nummerierung 29, ist das noch frei? Die 29, wo haben wir sie denn? Da links oberhalb der Biogasanlage. Das wäre aktuell frei und läge bei 230.000. Okay. Und wie sieht's denn aus? Entschuldigung für meine Fragen, aber wie würde es denn aussehen mit dem Feld 28? Da hätte es sogar noch Weizen drauf. Das läge beim selben Preis. Beim selben Preis. Könnte ich das kaufen? Das ist gerade verpachtet, so wie das aussieht. Das ist verpachtet. Okay. Ja, dann Die 34, die wäre aktuell frei. die 34. 34, wo ist denn das Feld 34? Darf ich fragen? Rechts neben der Biogasanlage, zwei Felder daneben. Aha. Okay, und was kostet das dann? Das läge bei knappen 100.000. Bei knappen 100.000. Da ist aktuell was angesät, sehe ich gerade. Das sehe ich jetzt hier auf meiner Karte nicht. Genau. Okay. Ich habe nur die Pappversion.
Achso. Ja, wissen Sie was? Dann kaufe ich doch das Feld. Und dann. Es ist mir ein bisschen weit vom Schuss entfernt, die anderen. Haben Sie nochmal in der Nähe so ein Feld von circa 100.000? Oder? Puh, 100.000, das ist eher 300, Feld 17 weiter oben. Ja. Das würde ungefähr bei 100.000 auch liegen. Bei 110.000. Okay, dann wisst ihr was? Dann kaufe ich doch beide. Okay, dann nehmen Sie die beiden. Darf ich die einfach über das Headlet kaufen? Die können Sie sich dann markieren, genau, und dann schalten wir sie für Sie frei. Genau, Dann dann wird das überwiesen, oder? hinterlegen wir das, genau. Genau, super, perfekt. Dankeschön, dann wünsche ich euch noch Jo, einen bis schönen dann. Tag noch. Tschüss. Tschüss. Genau, dann können wir doch die beiden Felder kaufen. Das geht ja gut über das Menü, Leute. Das muss man schon sagen. Dann müssen wir das Lohnunternehmen noch mal anrufen. Ja, das können wir machen, wenn die da unten sind. Also das stört jetzt nicht gerade im Moment. Das muss jetzt nicht so jetzt sein. Das kann ja auch 2, 3 Minuten sein. 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Das ist doch alles egal. Das Einzige ist jetzt einfach, das Problem, wo es dran ist, ja, wir haben keine aktuelle Statistik von dem Zeug. Das heißt, wir bräuchten fast Kühe. Glaube, da brauchen wir das Lohnunternehmen wieder. Örtliche Lohnunternehmen, die bringen, denke ich, oder Hast du da gehupt? Nee. Fällt mir auch was ein, Alter. So, ich glaube, Leute, werden uns das örtliche Lohnunternehmen nochmal anrufen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die gescheiteste Idee. Moin! Hallo, Schatz, ja, bestellt Ware? Ja? Bestellt eine Ware, bitte schön, einmal Unterschrift und abladen, bitte. Hier haben Sie die Unterschrift. Hier, bitteschön. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Oh. Bitte abladen, ich nichts fahren können. Ja. Gut. Neuartiges Nickschlag, ich nichts ausgang damit. Okay. Okay, das passt so ungefähr. Warte, wir stellen das mal kurz nun nebenbei nicht her. Aber wie soll ich denn das da oben runterholen? Also. Entschuldigung? Ja. Entschuldigung. Es ist gleich Mittag. Eilig, Mittagpause gleich. Ja, und wie soll ich bitte das Gerät da oben wegholen? Ich nichts wissen. Decken gerade aufgeladen. Ich nicht. Ich nur fahre. Warten Sie, gehen Sie mal ein bisschen beiseite. Hallo? 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 Ich bin vom Lohnunternehmen hier. Ich sollte das Weizenfeld da hinten dreschen. Ja, Entschuldigung, könnt ihr hier abladen, bitte? Ist Mittagpause. ich hab noch was. Ja, genau. Ihr sollt das Weizenfeld da hinten. Mit Stroh oder ohne? Gerne mit Stroh. Ich habe Okay. euch nachher sowieso noch eine andere Arbeit noch zu tun. Dann legen wir los. Super, bewegt. Alter. Junge. Soll ich denn das bitte abladen? Also, das ist mal wieder.
Super Arbeit hier. Entschuldigung, passt sie aber auf, mein Anhänger, ey! Alter. So. Kannst du meinen Anhänger nicht? Kommen Sie irgendwie weg? Ja, ja, ich komm weg, komm weg. Ich komm gleich wieder mit neuer Ware. Neue Ware, guter Zustand. Ja, ne? Ja. Es ist ja wieder hier. Scheiße, ich geh die Karre hier an. Was ist das für ein Doppel? Nein, scheiße, ich geh die Karre jetzt an. Hä? Ich Habt sie kurz! Tschüss. Wartet sie! Tschüss. Wartet sie! Ja. Ach, das wird doch so nichts. Oh. Ja. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Aber es muss so um. Oh, Alter! Es kann noch nicht wahr sein. Das kann noch nicht. Ah! Mensch, Maya. Leute, Leute, Leute. Wir haben einiges zu tun. Stark ein straffes Programm. Dann wird dann der Drescher gleich voll. Ich seh's, ich hör's jetzt schon. Das ist doch wichtig. Oh, fühlen wir uns gut. Mal hoch auf der Seite, glaube ich. Es ist nicht so eine einfache Geschichte. Ich habe mich ein bisschen, ich kenne mich mit Landwirtschaft ein bisschen aus, Leute. Jetzt nicht der Vollprofi, aber ich kenne mich ein bisschen aus mit und habe auch auf dem Betrieb vorher mitgeholfen. So ist es ja nicht. Ja. Also so ist es ja wirklich nicht, also. Dann werde ich ansetzen, das Geld, das gehen die 700.000 raus. Oder? So ungefähr. Aber... mit Trauben habe ich noch nichts gemacht bevor, deshalb ist es ein bisschen schwergängig. Wir ein straffes Programm und viel zu tun, Leute. Ja, Leute, ich würde aber sagen, sind erstmal am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.